Hallo GTA-Freunde, herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wie jede Woche um eigentlich alles in der Eventwoche. Ich werde euch als erstes zeigen, wo das aktuelle Schiffswrack ist, dann wieder die beste Mission aus der Eventwoche und auf was alles noch Rabatt ist und wo Doppel drauf ist. Fangen wir erstmal mit einer Kleinigkeit an, die mir noch am Herzen liegt. Und zwar, wir erreichen bald die 100 Abonnenten und dann mache ich eine kleine Verlosung. Wir sind gerade bei 94, das heißt, es fehlen nur noch 6. Wäre cool auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht habt, da mal kurz auf Abonnieren zu klicken, wenn es euch interessiert. Ansonsten machen wir gleich weiter mit dem Schiffswrack und das findet ihr heute hier. Nämlich ist es ein kleines Stück hinter Human Labs ist das. Da ist so ein kleiner Wendehammer und da gibt es eine langgezogene Landspitze und an der Landspitze ist da so eine kleine Unterführung im Felsen und da findet ihr das. Bei mir war da blöderweise gerade Nacht und Flut, deswegen sieht man es hier besser hier mit der Taschenlampe. Ich zeige euch das Ganze dann gleich nochmal auf der Karte und zwar, wenn ihr schaut, hier unten drunter ist Human Labs und hier ist dann so ein bisschen eine Landspitze und da fahrt ihr einfach hin, sammelt euch das Ganze ein. Warum solltet ihr das Ganze machen? Es gibt euch 20.000 GTA Dollar und 2.000 XP jedes Mal. Als nächstes zeige ich euch den besten Modus der Woche und das ist meiner Meinung nach diese Woche der Gegnermodus Extraction. Den findet ihr wieder, wie ich schon gesagt habe, unter Gegnermodus. Ziemlich in der Mitte unter E wie Extraction natürlich. Was muss man da machen? Also es gibt ein Team mit einem Leibwächter und einer Zielperson und ein Team mit einem Attentäter, beziehungsweise wenn ihr zu mehr Leute seid, dann mit mehr Attentätern. Und die Attentäter, die müssen natürlich versuchen, die Zielperson aufzuhalten, damit die Zielperson nicht zum Abgabeort beziehungsweise zum Zielort kommt. An sich ist das Ganze ziemlich einfach und deswegen habe ich das Ganze auch auf doppelte Geschwindigkeit gemacht. Ich denke, ich werde noch ein bisschen was überspringen müssen, aber hier seht ihr das Ganze im Hintergrund. Und währenddessen sage ich euch noch, wo es noch doppelt drauf ist. Und zwar diesmal sind es die Spezialfahrzeugmissionen. Die startet ihr in eurem Büro an dem ganz normalen CEO-Computer. Die habe ich auch gemacht, da ich dachte, da gibt es vielleicht ein bisschen mehr. Allerdings muss ich euch da enttäuschen, also das ist wirklich diese Woche hier die beste Mission. Wer allerdings noch einen Bunker hat, dem kann ich noch empfehlen, da vielleicht auf Forschung zu stellen, wer es noch nicht gemacht hat. Und zwar gibt es doppelten Bonus bzw. doppelte Geschwindigkeit auf die Forschung im Bunker und die Vorräte vom Bunker kosten diese Woche nur die Hälfte, also 50% Rabatt. Ansonsten, was haben wir noch als Rabatt? Wir haben 30% auf das Fahrzeuglagerhaus, dann noch 30% auf die Spezialfrachtlagerhäuser und 50% auf den Torero. Auf ein paar Sonderfahrzeuge haben wir auch noch Rabatt, und zwar zum Beispiel 40% auf den Night Shark, dann haben wir unter 40% auch noch den ETR1, das ist ein Supersportwagen. Den Sultan RS Classic, dann den Waffentamper, also den bewaffneten Tamper und den Technical Aqua. Zusätzlich gibt es dann aber auch noch 30% auf den Rocket Voltic. Ansonsten war es das schon mit unseren ganzen Rabatten. Also ihr seht selber, die Woche sieht es ein bisschen dürftig aus, könnte besser sein, aber immerhin die Mission ist auch ganz okay. Ihr habt auf jeden Fall ein bisschen Abwechslung. Das Einzige, was mir an der Mission nicht ganz so gefällt, ist, dass man 3 Leute dazu mindestens braucht. Das heißt, ihr könnt es nicht schnell mal mit einem Mate machen, sondern ihr braucht wirklich mindestens 2 Leute dazu zusätzlich noch. Und jetzt zeige ich noch kurz, was wir am Ende bekommen haben. Das sind jetzt die letzten Sekunden von der Mission. Hier war schon das Ziel.
haben natürlich gewonnen. Wir waren am Ende nur zu zweit, deswegen hat es jetzt vermutlich nur 30.000 gegeben. Ich könnte mir vorstellen, zu dritt gibt es noch einen Ticken mehr. Und ansonsten war es das zu der Eventwoche. Wir sehen uns wieder nächste Woche mit der neuen Eventwoche. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und ciao.